Fühlt euch willkommen zurück zu Sekiro. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind aktuell am Senpo-Tempel unterwegs. Haben uns letzte Folge hier nur mal kurz zurück verkrochen in die Behausung des Bildhauers. Haben uns ein paar Kürbisflaschen-Aufladungen zusätzlich besorgt. Beziehungsweise, nee, das haben wir tatsächlich bei Emma in der Aschinerburg gemacht. Hier beim Bildhauer können wir aktuell erstaunlich wenig machen. Hirata-Anwesen haben wir letzte Folge auch geklärt. Dort haben wir den Schmetterling letzten Endes besiegt und haben damit eine wundervolle Belohnung erhalten, die wir uns jetzt mal anschauen. Wir gehen zurück zur Burg und besuchen den lieben Kuro hier, oberer Turm. Wir haben ein Item bekommen, das ist der Sakura-Tropfen. Den gab es vom Bosskampf gegen den Schmetterling. Und mit dem können wir was Feines machen, Freunde. Passt mal auf. Wo ist er denn? Hier in der Bibliothek steht er rum. Das ist unsere aktuelle Quest. Den Sakura-Tropfen zeigen. Das ist was ganz Besonderes, Seltenes. Hilfe klingt immer gut. Wir geben ihn. Und was passiert jetzt, Freunde? Was passiert jetzt? Das ist ein anderer Drachenerbe gewesen, der Takeru. Ich glaube, dieser Tropfen könnte dann vielleicht auch Blut eines Drachenerben sein. So ähnlich wie Kuros Drachenblut. Zusätzliche Auferstehungsmacht gewährt. Sehr schön. Sonata, Koro no nokori ga wa kaide mita ka? Nein. Also anscheinend gibt dieses lang erloschene Rauchgefäß, Räuchergefäß, immer noch ein bisschen Restduft ab. Ich sag jetzt einfach mal ja, habe ich bemerkt. Nani yara, kikuzu no you na mono ga nokotte imashita. Sägemehl. Soshite, kasuka ni sakura no you na kaori. そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくですが。そういえば、エマ殿が昔 城の裏手に桜の木があったと言っていた。ああ、いや。それが関係あるやもしれぬな。 Die versuchen ja immer noch rauszufinden, was sie in das Räucherwerk packen müssen, um den um die Verbindung zu Unsterblichkeit von Kuro aufzuheben. 戦況に至るため、源の後期について突き止めねばならぬ。見つけた手がかりに Und mehr wissen wir im Moment nicht. Ach, das ist neu. Sakura-Baum. Emma müssen wir fragen. Emma ist, was diese Quest von Kuro angeht, sowieso ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Tokozakura-no-koto-desu-ne. Takeru-sama-ga-kokyo-yori-motte-korareta-sakura-desu.
Takeru war ein göttlicher. Hat bestimmt einer kaputt gemacht. Oh. Aber jemand hat den Zweig abgeschnitten. Wenn jemand den Baum gestutzt hat und dann alle Blüten vernichtet hat, dann ist der Stutz immer noch blühend, würde ich mal sagen, oder? Also gibt es noch Sakura-Blüten? Oh, Gut, wie gesagt, wir sammeln weiter Infos und die kommen ihrem Ziel langsam näher. Allerdings fehlen uns noch einige Anhaltspunkte, um auf diesem Pfad weiter fortzukommen. Wir gehen erstmal wieder in den Senpo-Tempel zurück. Machen hier weiter. Wir haben hier unsere Mission, die sterbliche Klinge zu suchen. Die soll irgendwo im Kloster verborgen sein. Okay. Die ersten Hütten haben wir hinter uns. Jede Menge Gegner besiegt. An den Klippen hier geht's weiter. Es gibt noch einige weiterhin parallel laufende Mini-Nebenquests. Es gibt ein paar NPCs, die unsere Hilfe brauchen. Zum Beispiel der mächtige Kotaro, den wir hier oben auf dem Kloster auch getroffen haben. Der sucht eine weiße Blume. Was auch immer er damit meint. Die will er irgendwie für seine Freunde besorgen. Aber die Freunde haben ihn auch im Stich gelassen und ja, pures Drama. Mal gucken, was sich damit noch machen lässt. Der würde übrigens auch erstaunlich gut in die gewünschte Charakteristik passen, die dieser Dojin, dieser Doktor aus dem verlassenen Verlies benötigt. Der braucht ja Patienten für Experimente. Also es gibt viele Möglichkeiten, hier weiterzumachen. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Den kann man nämlich relativ leicht überqueren, den Weg hier. Nein! Ah, super wichtig. Ah, ein Nachlassverwalter. Guck mal. Ja, das wäre nicht schlecht. Wir haben doch einiges an Geld. Ne, wir hatten ausgegeben. Für den einen Kürbissamen. Eine Kaki, die kennen wir noch nicht. Ermöglicht für begrenzte Zeit die Haltungserholung. Auch bei Angriffen oder wenn man Schaden nimmt. Also das Ding ist gut, wenn wir die Haltung erholen lassen wollen. Ein Tropfen Drachenblut, falls wir wieder mal Drachenfäule heilen müssen. Fünffarbiger Reis. Die eine alte Lady wollte Reis. Hier in der Nähe vom Kloster. Eine Kürbisflasche mit Reis. Der weiße Reis ist mit Fruchtbarkeit gesegnet. Rasten bei einer Figur des Bildhauers füllt ihn wieder auf. Man kann damit Wegmarkierungen machen. Geldbeutel und ein bisschen Schrott. Den sollten wir uns kaufen. Bei nächster Gelegenheit. Das ist ein Upgrade-Material. Na gut. Guck mal, und auch der schmückt sein Lager mit diesen rot-weißen Windrädchen.
die auch eine tiefere Bedeutung haben. So. Hier hätten wir einen direkten Shortcut zurück in die anfängliche Klostergegend. Ja, da unten steht so ein Mönch. Das ist der Bereich, den wir zuerst betreten haben. Wir kommen dann aber nicht mehr hier hoch. Lassen wir erstmal bleiben. Das verlangt einen Mordsumweg, wenn wir hier wieder zurück wollen. Vorbei an diesen Elite-Kriegern mit den Doppelklingen möchte ich gerade ungern mich nochmal mit anlegen. Schafft er das? Oder erstmal da drauf? Ja. Okay. Warte mal. Ja, ja. Es gibt mehrere Wege. Ups. Natürlich taucht da noch ein dritter auf, ne? Wo ist denn der andere? Ist er tot? Ja, jetzt ist er tot. Nein! Gott, wie der immer an Kanten runterhängt, wenn man den Loot zu sich saugen möchte. Okay. Wir haben jedenfalls eine zusätzliche Aufladung freigeschaltet, habt ihr bemerkt, ne? Durch den Sakura-Tropfen. Wir können also zweimal in einem Duell draufgehen, bis zu zweimal in einem Duell draufgehen, bevor wir dann Drachenfäule-Status in der Welt verschlimmern. Das ist auch ganz nett. Da haben wir einfach ein bisschen mehr Puffer, wenn wir mal einen schweren Kampf vor uns haben. Was bringt denn der Mibu-Ballon des Geistes? Eine größere Chance, Geistembleme zu erhalten. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Weil wir haben gerade oft das Problem, dass wir keine Geistembleme mehr haben. So finden wir schneller welche. Das ist ein bisschen unglücklich gewählt. Es gibt ja auch Spiele, die haben auf X einen Sprungfunktion drauf. Aber du kannst mit X auch Loot aufsammeln. Zum Beispiel ganz aktuell im neuen Inotria, ein nagelneues Souls-like, was es für PlayStation 5, PC und Xbox gibt und aktuell eine Gratis-Demo im PlayStation Store verfügbar hat, die, ich glaube, ab heute bis irgendwann Mitte Juli verfügbar sein wird. Release von dem Spiel ist ja erst im September. Das wurde einige Male verschoben, weil zu heiß erwartete Souls-like-Konkurrenten gleichzeitig dabei rauskamen. Und diesem Problem ging man natürlich galant aus dem Weg, indem man noch ein paar Monate verschoben hat. Hat natürlich auch den Vorteil, dass das Spiel noch ein bisschen gepolished werden kann. Also im Grunde genommen alles gut. Win-win für die Entwickler, würde ich sagen. Und auch für uns Spieler.
Schaut euch die Demo gerne mal an. Ich spiele sie gerade im Privaten. Macht richtig Spaß. Ist eine richtig umfangreiche, schon gut gepolischte, spielbare Demo von einem potenziell sehr feinen neuen Souls-like aus der Zukunft. Ja. Italienische Folklore als Oberthema, was es so auch noch nicht gegeben hat. Und einen echt schönen Artstyle. Hübsche Grafik ist jetzt nicht das allertechnisch überragendste Bombasto Souls-like, aber absolut annehmbar. Also ein schöner Artstyle, der mir sehr gut gefällt und ich bin tot. Und zieht euch mal rein. Und jetzt weiter mit Sekiro und der japanischen Folklore. Ich bin noch nicht so richtig drin, wie ihr vielleicht merkt. Ich hoffe, das ändert sich diese Folge noch. Das wird es müssen, denn sonst können wir hier nicht obsiegen. Die Gegner sind zu stark, um hier Larifari zu machen. Jede Menge rote Windrädchen. Rot-weiße Windrädchen. Und eins, das wir mitnehmen dürfen. Ein kleines Windrad aus rotem und weißem Papier. Auf halber Höhe von dem Berg Kongo gefunden. Die rot-weißen Windräder drehen sich einfach im Wind. Alle sind hier. Mhm. Wir könnten das versuchen, Kotaro zu zeigen. Der Mann redet ja ein bisschen in Rätseln. Er meinte zwar, er soll eine weiße Blume finden. Könnte mir aber vorstellen, dass damit das Windrad hier gemeint ist. Aber ein weißes Windrad habe ich noch nicht gefunden. Na gut. Wir müssen hier rüber. Gibt keinen anderen Weg. Oh. Hi. Nimm du dein Schwert runter. Boah, okay, der macht richtig Damage. Er kriegt keinen Schaden, weil er gepanzert ist, aber Haltung kann man brechen. Kriegt auch so keinen Schaden. Wir müssen ihn irgendwie die Brücke runterstoßen. Hier runter. Das war's.
Nee, immer noch nicht. Klappt's? Nee, noch nicht. Problem ist, mir schläft gerade ein bisschen die Hand ein. Das ist natürlich nicht so praktisch. Ah, fast. Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich kriege ihn da nicht runter. Mir schläft die Hand ein. Oh, ich muss kurz pausieren. Das ist vom Sport. Einfach. Ja. Da ist man halt massiv gehandicapt, wenn man mit so einem Melee-basierten Spiel die linke Hand nicht spürt. Das ist jetzt, ja. Ich dachte, ich schaffe ihn first try. Heute ist nicht unbedingt meine stärkste Session, aber das ist okay. Man kann nicht immer perfekt spielen. Und wir verlieren XP, Leute. Keine göttliche Hilfe. Leider. Jedes Mal, also das nervt mich hier richtig, dass er bei Viereck sich dann die Kante hier runterhängt. Guck mal, da unten gibt es noch einen optionalen Weg, da liegt auch Loot, da gehen wir gleich hin, aber ich will erstmal diesen blöden Ritter besiegen. Das lässt mir jetzt keine Ruhe, der ist mir jetzt wichtiger. Schläft schon wieder ein, die Hand. Das interessiert euch als Zuschauer natürlich herzlich wenig, aber ich kann so nicht parieren. Weil ich dann das Gefühl im L1-Button nicht habe. Das ist jetzt gerade richtig nervig. So, mach erstmal ein bisschen die Wände hier kaputt, Junge. Genau da. Da hau ich dich jetzt runter. Oder da, wo du willst. Yes. Mach's gut, mein Freund. So hätte es eigentlich von Anfang an laufen sollen. Das hat mich fast 600 XP gekostet, den nicht zu schaffen. Naja, egal. Oh, das habe ich ja komplett vergessen, dass der sowas auch droppt. Sehr fein. Noch was Cooles. Hauch der Natur, Schatten. Latente Fähigkeit, die nach einem Todesschlag Haltung wiederherstellt. Ah ja. Ein Shinobi muss damit rechnen, dass seine Feinde zahlenmäßig überlegen sind.
Nach dem Tod eines Feindes muss er ausatmen, um Bedauern loszulassen und seine Haltung zurückzuerlangen. Das Ausatmen wird durch Kämpfe gegen starke Feinde verstärkt. Gut. Also wir werden auch einfach komplett über passive Perks immer stärker. Wir müssen die nicht mal groß auswählen. Wenn wir genügend Bosse besiegen, dann wird er einfach stärker. Abseits von Lebensenergie und Angriffskraft, er wird einfach stärker. Das ist schon ziemlich cool. So, hier vorne müsste es eine Buddha-Statue geben, ja. Das ist gut. Jetzt holen wir uns mal diesen Greifpunkt da unten, den ich noch gesehen habe. Der führt jetzt zu einem Item. Das will ich natürlich haben. Ja, hier runter. Da unten links an der Kante. Man sieht's schon. Das war kein Greifpunkt, das war ein Schwingpunkt. Was haben wir hier? Ich sage, es ist wieder irgend so ein Gokan-Konfekt. Ne? Bisschen Kohle, das ist nicht schlecht. Und noch ein verschollener Pfad. Sehr gut, das ist natürlich wichtig. Oh, hi. Fieser kleiner Hinterhalt. Von fiesen kleinen Gegnern. Okay. Ich habe die Echsen gehört. Das sieht... Ach, da drüben ist noch ein Item. Guck mal. Ja. Ein weißes Blatt. Weißes Windrad. Ein kleines Windrad aus weißem Papier. Unter einer Klippe auf dem Berg Kongo gefunden. Vielleicht hat der Wind es dorthin getragen. Es ist einfach nur ein einzelnes schneeweißes Windrad. Nur das Kind ist hier. Dieser letzte Satz, der ist wichtig. Das hat was zu bedeuten. Alle sind hier. Nur das Kind ist hier. Und das hat sich der Kotaro gewünscht. Das Ding hier. Wir sollten ihm das bringen. Das, was er möchte, würde ich sagen. Diese kryptischen Texte helfen uns bei beiden Items nicht wirklich weiter. Also machen wir einfach das, was dem Questgeber am besten gefällt, würde ich sagen. Ich habe das ja alles schon mal gemacht. Aber den Questverlauf von Kotaro habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Wir machen einfach nach Gefühl, so als ob wir es noch nie gespielt hätten. Oh, hi. Haben wir eigentlich ein Gegenmittel hier drin? Ja. Jetzt haben wir wieder Gegenmittel drin. Ein Shortcut. Was bist du denn für einer?
Ein mit Krallen besetzter Attentäter. Sieht furchtbar aus. Wie so ein Penner. Ah ja, das kennen wir. Das führt uns irgendwo hin. Gucken wir uns gleich an. Erstmal die Hütte hier noch abchecken. Aha. Noch eine Buddha-Statue. Ach, guck mal. Wir können ja unsere Angriffskraft verbessern. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben den Schmetterling doch besiegt. Der Phantomschmetterling wurde vom Pflegevater des Wolfs als eine seiner Lehrer in Shinobi-Techniken ernannt. Ihre Lehren waren nicht von der sanften Art. Der einzige Weg, Shinobi-Techniken wahrhaft zu verstehen, ist ihr Einsatz im Kampf. Sie hat unseren Sekiro trainiert. Auf Geheiß von unserem Ziehvater. Stark. Noch mehr Angriffskraft. Hätten wir auch gegen den Ritter gut brauchen können. Was ist das? Das ist eine riesige Glocke. Krass. Man kann hier was lesen. Läutet diese Glocke nicht. Es ist tugendhaft, das Glück, das Unglück herauszufordern. Doch nur die Tapfersten sollten es wagen. Ich glaube, damit kann man das Spiel noch schwerer machen. Jo. Vielleicht ein anderes Mal. Wenn wir es quasi richtig nötig haben, dann machen wir das mal. Jetzt gehen wir mal die Geheimtür. Und hier kommen wir nicht dran, ne? Nee. Von der anderen Seite? Kann man hier irgendwie rum? Man kann hier rum. Ja, okay. Ich nehme alles zurück. Jede Menge Kohle und Affenschnaps. Ei, was ist das denn? Alkohol, der durch Tau, der sich in einem hohlen Baum sammelt, entsteht. Früchte, die von Affen in Baumhöhlen versteckt werden, können fermentieren und mit etwas Glück zu Sake werden. Er ist für seinen rauen Geschmack bekannt, doch manche finden diesen besonderen Geschmack unwiderstehlich. Affenschnaps, wie geil. Das ist eine Art Sake. Den können wir wieder versaufen mit irgendwelchen NPCs. Den trinken wir mit Emma. Würde ich sagen. Oder wir heben ihn erstmal auf. Aber ich glaube, es ist auch relativ egal, mit wem man was trinkt. Es gibt immer irgendwelche Story-Offenbarungen dadurch. Und das ist ja auch cool. Ich habe vergessen, was ich hier machen wollte. Die Wand. Ja. Einfach mal knallhart vergessen. Heute ist wirklich komisch. Das ist schon wieder so ein düsterer Ort hier. Shinobi-Fluchtweg führt zur Dämonenglocke. Ah ja. Die Dämonenglocke. Und wo führt er außerdem hin? Oh nein, wir haben einen Bosskampf ausgelöst. Nee, ich möchte nicht. Das Coole ist, man kann dem Bosskampf einfach entkommen. Und das ist auch gut so. Nee, ich möchte den jetzt nicht bekämpfen. Wir sind kurz vor einem Level up. Ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Klar ist es eigentlich auch mal eine Mordsgaudi, so einen unbezwingbaren Gegner auszuprobieren, aber in dem Fall... Ich bin heute nicht für solche Schandtaten da. Nee, heute nicht. Ein anderes Mal wieder. Gut. Wir steigen weiter auf. Beziehungsweise wir steigen wieder ab. Oder wir könnten auch schnell reisen. Das machen wir. Reliktmenü nicht verfügbar. Ja. Ganz unten. Ja, komm.
dann reisen wir zur Brücke, gehen dort weiter Richtung Tempel. Und dann können wir mal gucken, was er hier noch anbietet. Der hat auch wieder was zu erzählen. Wir könnten uns auch irgendwann diese Infos hier kaufen, allerdings die brauchen wir nicht mehr. Das wäre rausgeschmissenes Geld. Und das hier ist eine Waffe für ein, das ist ein Shinobi Prothesenmodul. Und ich weiß relativ genau, wo es das noch gibt. Das gibt es viel später erst. Das können wir jetzt noch gar nicht holen. Wie gesagt, die Notizen brauchen wir erstmal nicht. Vielleicht brauchen wir sie nie. Reisen. Senpo-Tempel. Tempelgelände, ja. Hier geht's weiter. Wir könnten natürlich den Reis kaufen und für die alte Lady mal mitbringen. Wir könnten auch diese Kaki-Früchte mal kaufen. Aber wir gehen erstmal hier weiter. Nee, Quatsch. Kotaro, Leute. Wir bringen Kotaro das weiße... das weiße Windrad. So, mein Freund. Maschiroi Ohana o sagasanakya. Doko ni arun jaro? Weißes Windrad geben. Ah, sore wa. War nicht ganz einfach zu finden. Mina. Mina wa. Ochi no Miko sama tachi. So, ka. Ora wa. Maschiroi Kazaguruma o toro to shita no ka. Ano ko no bun no. Kazaguruma o. Na, Anta, stotz Tanomi ga arunda. Noch einen? Ora o kamitakushi shicha kurenai kai. Nanda to? Ora, jitsu wa shitterunda. Anta wa shinobi nan daro? Bousama tachi ga itte ita. Shinobi wa kamikakushi ga dekiru tte. Nani yue, sore o nozomu? Kamikakushi shita saki ni と皆がいる皆のもとに行かねばなんねえ、何せオラは巫女様たちのお世話係だからな、okay. なあお願いできねえかな。 Der wünscht sich das halt, ne? Aber ich wüsste gerade gar nicht, wie wir das machen sollen. そうか、もし気が変わったら。Vielleicht fehlt uns noch ein Ausrüstungsgegenstand, ein Quest-Item oder sowas, um das zu machen. Wir kommen darauf zurück, mein Freund. Er möchte einfach verschwinden. Was auch immer damit gemeint ist. Ich meine, es hat was mit einem Prothesenmodul zu tun. Aber das haben wir noch nicht. Gehen wir erstmal weiter. Ups. Eben auch ganz gut XP für so kleine Hunde. Ich glaube, jetzt sind wir am Hauptkloster. Mehrere Mönche, 4 sehe ich hier schon mal.
weitere Leichen in der Ecke. Wir können auf die Dächer. Ich glaube, da kommen wir nicht drauf, ne? Ja, vielleicht. Nee, ich glaube, es ist so gemacht, dass man das Dach nicht erreichen kann. Okay. Splitter. Gukans Konfekt. Man kriegt dadurch weniger Schaden auf die Haltung. Ein Affe. Ey. Lass mich. Du greifst mich ja auch einfach an. Wir könnten auch, fällt mir gerade ein, wir könnten nochmal ins Hirata-Anwesen zurück und diesem Händler weitere Schatzkarpfenschuppen bringen. Ne? Der verkauft ja auch noch coolen Stuff. Der verkauft unter anderem auch Kampftechniken. Zumindest eine. Die machen gar nicht mal so wenig Schaden, die Brüder hier. Sind aber wilde Tiere, ne? Die haben Angst vor lautem Lärm. Beim Feuerwerk könnten wir die ein bisschen aus dem Konzept bringen. Warum werden wir hier von Affen attackiert? Was soll das? Gemeinheit. Noch mehr Leichen. Eine Kaki. Wir müssen gar keine kaufen. Hashina-Kaki sind besonders nahrhaft, vielleicht, weil die Bäume in so reinem Wasser wachsen. Kaki werden zu Blut. Aus Blut wird Reis. Dies kann Menschen helfen, denen es an Blut mangelt. Okay. Oh, ist das Kotaro? Er sieht aus wie Kotaro, ne? Sah aus wie Kotaro. Hier wimmelt's von Affen. Es gibt viele von diesen Geistemblemen-Ballons. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das hat ja ewig gedauert. Es wäre so ein leichtes, diese beiden Gebiete zu verbinden, wenn die Brücke noch bestehen würde, aber so ist es nun mal nicht mehr. Ein Riesenumweg ist vonnöten. Krass. Ja, das war eine klassische Sackgasse. Aber für die Kaki hat sich's gelohnt. Ich glaube, die sind recht wertvoll. Ja, hier müssen wir weiter. Schatzkarpfen!
Ja. Ja. Zwei Stück. Sau gut. Wie viel haben wir jetzt davon? Sechs. Damit kann man irgendwas Schönes kaufen. Ich würde die eine Kampftechnik interessieren, die der Typ verkauft. Was tut der? Die sehen mich überhaupt nicht mehr. Ich bin nahezu unsichtbar für die. Vielleicht sehen die auch sauschlecht wegen ihrer Kutten. Verwenden Tricks. Schwebende Bomben und dergleichen. Das sind keine Gegner für mich. Bin ich hier unten schon gewesen? Nee. Der ist cool für Itemfind-Chance. Kriegt man mehr Loot, wenn man den aktiviert. Könnten uns dann schon mal überlegen, was wir für eine nächste Fertigkeit freischalten wollen. Mit den beiden Skill Points. Können wir die Klostergebäude hier betreten? Nein. Aber das hier können wir betreten. Großes Hauptgebäude. Tür ist zu. Na super. Gucken, wo es hier richtig reingeht. Erstaunlich schwach bewacht. So kommt man rein. Hier sind diese Ratten, die der Tengu nicht so gerne mochte. Wir müssen die erst ausschalten. Können wir uns hier ein bisschen genauer umgucken. Kann man die Tür hier aufmachen, dass wir in Zukunft leichter hier rein können? Natürlich nicht. Ah, da ist noch ein wenig Loot. Das ist schön. Mehrere Möglichkeiten. Erstmal das Gebäude hier untersuchen. Wie die einfach alle in ihr Gebet vertieft sind.
Oh shit. Da ist schon wieder so ein untotes Vieh. Guckt euch an, wie widerlich ist das. Oh shit. Das ist kein leichter Gegner. Der ist nicht besiegbar im Moment. Dem reibe ich mich nur unnötig auf. Boah. Krass. Gibt's da noch mehr Loot? Ne, dann lasse ich den erstmal alleine. Wie unangenehm der ist. Was für ein widerlicher Gegner. Okay, Freunde. Nächstes Mal in unserem aktuellen Let's Play erkunden wir den Senpo-Tempel zu Ende und hoffen, dass wir dann die sterbliche Klinge finden. Ciao! Ja. Genau. Das soll es erstmal gewesen sein. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir finden beim nächsten Mal auch raus, wie wir Herr dieser unzerstörbaren Gegner werden. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und beim nächsten Mal wieder reinschaut. Haut rein.